Die zweite philosophische Tugend, die zum Erreichen eines glückbaren Lebens unverzichtbar ist, ist das Unterscheidungsvermögen. Das Unterscheidungsvermögen, eine differenzierte Auffassung des Urteilsvermögens, setzt uns in die Lage, uns selbst und unsere Mitmenschen zu erkennen. Selbsterkenntnis ist nun eine der großen philosophischen Zielrichtlinien. Erkenne dich selbst, nosce te ipsum oder cnuti se auton, war bereits ein Sinnspruch auf dem Portal des Orakels von Delphi. Die großen Mysterienschulen der Antike sahen die Selbsterkenntnis als Schlüssel zur Welterkenntnis an. Durchdrungen von dem Gedanken, dass sich Makrokosmos-Universum und Mikrokosmos-Mensch spiegelbildlich zueinander verhalten, war also die Durchdringung der eigenen Psyche, auch das Verständnis der eigenen Körperlichkeit, zugleich eine Erkenntnishilfe in der Entsprechungslehre der Welterkenntnis und der Erfahrung des Universums. Wer sich selbst kannte, der hatte also das Verständnis zur Orientierung in seiner Umwelt von den Sternen bis zum Soziologischen. Die gleichen Gesetze, glaubten die Mysterienschulen, von denen schlussendlich das geflügelte Wort erkenne dich selbst stammt, beherrschen sowohl das All als auch den Menschen als Privatperson und in seiner Organisation, in seiner Verstädterung, in seiner Sozialisation. Wer sich selbst erkennt, wer also insofern ein gutes Urteilsvermögen und ein Unterscheidungsvermögen hat, der kann auch andere Menschen erkennen und somit als praktischer Psychologe ihre nächsten Schachzüge erkennen und sein eigenes Leben in sozialer Hinsicht wesentlich übersichtlicher gestalten. Urteilsvermögen und Unterscheidungsvermögen ist mit unsere wertvollste Kompetenz im Umgang mit uns selbst, wenn wir unsere eigene Seelenhygiene verwalten, als auch im Umgang mit dem anderen. Wenn Sie investieren in Ihr Wissen, ist die Investition stets dann mit am besten angebracht, wenn es um Ihr praktisches Urteilsvermögen geht. Und das bezieht sich insbesondere auf Kenntnisse der allgemeinen Menschenkunde, auf Kenntnisse der Psychologie, auch auf Kenntnisse der Psychopathologie, der Kriminalistik, Kenntnisse der Rhetorik, Kenntnisse der Verstellung und der Schauspielkunst. Wie erkennt man einen Lügner? Wie erkennt man einen narzisstischen Menschen? Alle diese Fragen und viele andere sind unverzichtbar, um das eigene Urteils- und Unterscheidungsvermögen zu schulen. Und wer ein geschultes Urteils- und Unterscheidungsvermögen hat, der wird sehr selten negativ überrascht werden. Und das ist eine Erkenntnis, die man ebenfalls sehr früh in der Philosophiegeschichte hatte und sie gerne über viele Generationen tradiert hat, weil sie einfach nichts an Aktualität verliert. Ich möchte Ihnen ein Buch vorstellen, das 2500 Jahre alt ist. Es wurde von einem chinesischen Militärstrategen verfasst, General Sun Tzu. Sun Tzu, die Kunst des Krieges, manchmal auch als die Kunst des Kampfes apostrophiert. In diesem Buch beschreibt General Sun Tzu Strategeme, also strategische Ratschläge, ursprünglich natürlich für das Befehligen einer Armee. Tatsächlich handelt es sich aber, etwas differenzierter betrachtet, um allgemeine Kenntnisse der menschlichen Psychologie. Sun Tzu sagt beispielsweise, wer sich selbst kennt und seinen Gegner, der muss den Ausgang von 1000 Schlachten nicht fürchten. Das ist ein sehr weiser Satz. Und was bedeutet er in unserem Alltag? Er bedeutet, wenn wir genügend Urteilsvermögen haben und differenziert genau wahrnehmen können, wer uns gegenüber sitzt, mit wem wir zu tun haben, privat, beruflich, gesellschaftlich, dann brauchen wir den Ausgang von 1000 Schlachten, von 1000 Auseinandersetzungen, von 1000 Situationen nicht zu fürchten. Wir brauchen die Selbsterkenntnis, wie sie bereits für die frühesten Weisen in der Antike ein
unverzichtbarer Schlüssel zum Welträtsel war, doch wir brauchen zusätzlich, und da hat General Sun Tzu völlig recht, eine profunde psychologische Menschenkenntnis, damit wir auch den anderen erkennen. Das Ich, das das Du erkennt und das Du, das sich im Ich wiedergespiegelt sieht, das ist immer diese Dyade, diese Zweihaftigkeit der menschlichen Gesellschaft in ihrer einfachsten und ursprünglichsten Form. Und sofern wir uns erkennen und unser Gegenüber, so brauchen wir tatsächlich keine Furcht zu haben vor unserer Zukunft, denn sie ist planbar, berechenbar und voraussehbar.